Sag mal, kennst du einen gewissen Johnson? Willst du mich verarschen? Es gibt noch einen Schieber, er ist Flake. Du meinst Flake, der macht immer die schwierigen Sachen. Dann gehen wir hier zu Flake hoch. Ali, hallo, da sind wir. Ich stelle erstmal kurz meine Leute vor, das sind hier meine Leitgenossen. Wir, kann ich kurz vorstellen, Phoenix. Cross. Kokytos. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für mich und meine Freunde hier. Wir haben folgendes Problem. Wir hätten gern gewusst, ob ich einen Auftrag von dir bekommen habe. Du wärst bei mir fast dabei gewesen. Wir hätten gern gewusst, ob du einen Auftrag an mich verteilt hast, weil die letzten anderthalb, zwei Wochen war ich mit meinen Kumpels im Koma. Nachdem wir ziemlich hart rangenommen wurden von dem LKW. Wir hatten einen Unfall. Müssen wir erstmal ein paar Kopfschmerztabletten reinknallen von dem Belaber hier. Mein Gott, ich fange gleich an zu heulen. Weißt du, fragst mich nach Aufträgen. Ich gebe dir Kontakte, damit du Aufträge erledigst. Und dann kriege ich ein Feedback, dass du den Auftrag verkackt hättest. Nee, verkackt. Deswegen möchte ich jetzt ganz genau wissen, was ist da passiert? Pass auf. Der Auftrag, so wie wir ihn noch bis vor zwei Wochen in Erinnerung haben, lief zu 95% korrekt ab. Alles lief nach Plan. Bis plötzlich aus dem Nichts ein LKW in das Auto von hinten in uns reingekracht ist und wir danach in den Zug geballert wurden. Ja? Und seitdem haben wir zwei Wochen, die uns fehlen. Wir haben Glück, dass wir zusammengenäht wurden von unserem Straßendock. Jemand hat uns verladen, aber so richtig. Obwohl, wir haben einen vagen Hinweis. Was war das? Mit Helmen, die haben Ninja, sich von Ninja-mäßig irgendwie sowas. Ja, Jumpjet? Jumpsuit. Jumpjet abgeseilt. Und die eine Person, die mit uns in dieser Karre war, haben die mitgenommen. Davon gehen wir aus. Mit Zwergen. Ich vermute so langsam, dass wir die da rausholen sollten, was auch immer der Auftrag war. Oder sie beschützen. Wo wir sein werden, wussten die und wie viele die brauchen und was, um uns auszuschalten. Jeder würfelt bitte mal jetzt auf Überreden. Mhm. Ach, du ahnst es nicht. Ist ganz schnell mit zwei Würfeln erledigt. Nix. Ich habe da 5 minus 1. Minus? Ja, ich hab auch Minus. Minus heißt, dass ihr darin nicht geübt seid, sondern dass ihr improvisiert einfach. Aber hat sie gar nichts gesagt. Oh. Ein Erfolg? Ein Erfolg. Und das war's. Alter, wie viel hast du auf Überreden? Wie viele Würfe darfst du nehmen? Ja, das geht dich gar nichts an. Sein Aussehen. Ach so, ja klar, Charisma. Wie viele Erfolge hat ihr denn insgesamt? Ich hatte ein. Drei. Du hattest drei insgesamt? Nein. Er hat keinen? Hä? Du hast keinen. Drei. Wir haben genau. Alle drei. Zwei und eins. Die Antwort ist drei. Ja. Alles klar. Habt ihr denn irgendeinen Beweis für das, was ihr da sagt? Also? Ja, das Tridio, was im Netz steht vor anderthalb Wochen, ist gefälscht. Frostbite hat ja zugeguckt. Ja. Er hat's gesehen. Und Frostbite, einer unserer... Er ist Zeuge. Runner hat, den wir mitgenommen hatten, ist Zeuge. Von dem er hat uns Geschehen. Das erzählt, was passiert ist, bevor er uns aus dem Wrack gezogen Sonst hat. Sonst hätten wir das auch gar nicht gewusst. Ja, ruf mal Frostbite an. Lass ihn mal her. Sehr gut, sehr gut. Wollt ihr in der Zwischenzeit was trinken? Sehr gerne. Ihr könnt euch bedienen. Machen wir. Wir trinken. Welche darf ich denn? Die Blonde, die Brünette? Die, die liegen über der Preisklasse, mein Freund. Trinken so Traubensaft. So weit sind wir noch nicht. Trinken Traubensaft ist auch gut für dich. Gibt es hier nicht was für ihn auch? Was ist ihn? Also ganz ehrlich, brauchst du nicht weiterreden.
Such dir doch über Toilette eine, mein Gott. Wenn der an ihm jetzt rumnuckelt. Würdest du dein Sandwich auch auf Toilette essen? Da sitzt du was Edles vor dir und du sollst da unten einen aus der Kasse ja, nehmen. Ja, die Toiletten sind doch hier bestimmt geiler. Also. Mach ich nicht hier. Das sieht momentan alles noch so aus, ob wir hier weiterkommen. Stocker vor dem Klo. Ihr wartet da jetzt eine halbe Stunde. Ja. Frostbite kommt an. So lange dauert es, genießt vielleicht ein bisschen die Musik. Ja. Oder auch nicht. Cool. Je nachdem. Das ist so eine Mischung aus Hardcore, Heavy Metal und Rap. Hoffentlich hat der uns nicht verlassen. Mit ein bisschen Polka dazwischen, ne? Der hat uns verraten, der Frostbite. Ne? Ich hoffe es, Alter, dass der es nicht war, Alter. Dass der es nicht war? Ja, wenn der gleich was anderes erzählt, Alter, dann... Frostbite kommt in Begleitung an. Einer von den Security-Typen steht so hinter ihm. Passt auf ihn auf und also er guckt ihn argwöhnisch an, den Frostbite, weil er ihm wahrscheinlich kein Wort glaubt oder wie auch immer. Und Frostbite setzt sich da auch mit hin. Ey. Aha. Hey. Hallo. Hi. Hey, Frost. Jetzt... Mhm. Also bla bla bla, all die Typen haben komplett, komplett recht. Es ist genauso abgelaufen. Glück gehabt. Und erzählt ihnen die gleiche Geschichte wie ihr auch, ne? Ich hab alles gesehen. Scheint auf jeden Fall, dass er euch glaubt. Zumindest wirkt er so. Ja, wenigstens. Rein körperhaltungstechnisch. Er hat die Arme nicht mehr verschränkt. Wirkt ein bisschen offener. Wenn euch jemand verlädt... Dann fällt das ja auch auf mich zurück. So sieht das aus. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Wer ist der Kontakt Johnson, den du uns verschafft hast? Du meinst der Kontakt für diesen Auftrag. Mhm. Johnson heißen sie ja alle. Ja. Ich hätte dann zum Beispiel noch eine Liste von Namen für dich. 4 Namen. Ich habe zwar schon eine, aber sag mal. George Hammond, nee. Stuart Rothschild, Chen-Won T und Angela Volkova. Sagen dir die 4 Namen irgendwas? Das sind doch die aus den Nachrichten, oder? Richtig, die 4 sind ja die Nachrichten. Also ich habe leider keinen Zugriff auf irgendwelche Namen. Ich weiß natürlich auch nur den Namen Johnson, aber ich habe natürlich eine Kontaktadresse bzw. einen Kontakt, worüber ich ihn erreichen kann. Ich schicke ihn dir auf deinen Comlink. Dann können wir ihn Kannst du dir eintragen? Kriegt man hier eine gute Connection, 3 Fragezeichen, in Klammern Johnson. Ich kann dir höchstens einen Decker empfehlen. Ja, cool, wen? Dachdecker? Ja, einer, der gut ist. Ach. Bei dem, den wir haben, der sagt, er ist nicht gut. Ihr habt einen Decker? Ich hab nie gesagt, dass ich ein Decker bin. Wo hat der denn deckt? Aber immerhin kommen wir jetzt schon mal in die richtige Richtung. Wenn ihr fertig seid mit eurem Kram, könnt ihr gerne vorbeikommen, denn ich habe einen Auftrag, der eigentlich ganz gut für euch hier mehrere Leute gedacht ist. Wenn ich mich euch so ansehe, weil ihr habt nämlich offensichtlich nichts verbaut, oder? Sehe ich das richtig? Wüsste ich jetzt nicht. Oder habt ihr irgendwelche Cybertech-Innern? Nein. Eingebaut hier. Nee. Bisschen verbessert. Mm-mm. Sieht nämlich nicht so aus. Ihr seht fast aus wie normale Metamenschen. Er ist ein Metamensch. Was? Ja, okay. 1,20 Meter bin ich. 1,20 Meter Mensch. Bitte nicht über kleine Menschen lachen. Natürlich nicht. Bin nämlich auch nicht der Größte, falls das noch nicht aufgefallen ist. Doch, du bist größer als er. Also wenn alles soweit in Ordnung ist, dann holen wir uns einen Auftrag gerne. Ab bei dir. Gut. Und hau wieder ab. Ihr haut wieder ab, geht wieder raus. Ja. Genau. Und du kriegst ja die Adresse da und bla und blub. Dance noch kurz ab auf dem Dancefloor. Ja, sieh. Und wir gehen so tanzen, gehen wir raus. Tanzen, gehen wir raus. So. Ist die Hüfte kreisen. Gehen normal raus. Also. Total arrogant. Wir sind da voll am Abzappen. Du kannst ja auch mal so tun, als wärst du normal. Nicht mal so stock und steif und bla und nee, mach ich nicht und hier, ich will da lang und so. Einfach mal. Freu dich doch auch mal. Geh doch nicht einfach immer da lang. Geht trotzdem ganz normal raus. Boah. Was für ein Nörgel, Peter. So, jetzt pfeifen wir uns den Wagen ran. Ich gebe mir noch mein letztes Bier hinterher. Das Gerät ranhalten. Mach ich. Piep, piep. Parkservice-Typ, der da im Park aussteht, der wird dann animiert und fährt dann auch das Auto her. Perfekt. Kratzer dran. Also Heile. Ja, grad Kratzer dran, alles kaputt gemacht. Geht er erstmal rum, guckt sich das so ganz argwöhnisch an. Ja, sieht alles gut aus. Sehr gut. Dann lass uns mal einsteigen. Du hast die Adresse, gibst du mal ins Navi ein. Also er steht noch draußen, während ihr die Tür zugeschlagen habt, mit seinem Comlink, dass er Trinkgeld haben wollte, aber offensichtlich scheint keiner kann was. Kann ich machen. Stehst du noch draußen? Ja, ich mach ihn schnell. Geht deine Zeit auch irgendwann mal runter? Na gut, da ist ja genug da. Wie viel gibst du ihm? Ach so, da hinten. 5. Oder ist das zu wenig? Nee, das ist zu viel, gibt 2. Nein, 5. Er grinst. Dann hast du noch so einen Bettler, weißt du? Und genau deswegen mache ich das nicht. 5 und eine Ohrfeige. Und dann kommt so ein Bettler. Ja, weil sie fragt. 5 Fragen. Ja, hat er das eingetippt? Und er freut sich. Ja, siehst du, hat er eingetippt. Ja. Gut, ja. Piep.
bestätigt? Ach ja, biebt schon wieder. Ja, du musst es bestätigen, weil ja. du ihm das Geld gibst. Ach so, okay, ja. Sagt aber nichts, so. Kein Ton. Ich habe ja jetzt wahrscheinlich... Ich habe immer Danke gesagt. Er hat doch gelächelt. Habe ich jetzt die Nummer gekriegt nur oder die... Da gibt es keine Nummern mehr im Allgemeinen. Das wird über die Matrix direkt verbunden. Das ist so eine ganz lange Zahl mit irgendwelchen Buchstaben drin. Damit kannst du nichts anfangen. Er könnte wissen, was damit anfangen. Ein alphanumerischer Code. Sowas. Zum Beispiel. Also kann er das gar nicht einfach so ins Navi eingeben? Nein, er kann es nicht ins Navi eingeben. Er kann ihn nur kontaktieren. Aber ja, dann weiß er ja gleich, dass wir kommen. Ist ja auch kacke. Wir wollen ja eigentlich überraschen. Ja. Kann er sein Kommen nicht an sein Navi halten? Aber er sagt, er kann damit was anfangen. Dann müsste er mir doch sagen, die Daten dazugeben, oder nicht? Gebe ich. Die Daten, gut, die ich jetzt habe, gebe ich dir. Bip. Was willst du da machen? Koordinaten. Wollen wir haben. Wo das liegt, in welchem Stadtteil? Den alphanumerischen Code zerlegen, dass ich die Adresse, den Standort... Ja, Standort... herausfinde. Comlink lokalisieren könntest du machen. Ja, oder so, wie das heißt. Wie das heißt. Ich habe noch 2255 so. Du musst 200 ausgeben, damit wir ein Zimmerzettel mehr also könnten. Ja. Okay. Matrix-Suche. Und davor waren doch nur so Kleckerbetriebe. Was denn jetzt? 3. Dass ich da, weil ich vergesse immer wieder, dass die nicht dazugehören. Deswegen. 3. Okay, du suchst also das Comlink von dem. Ja, genau. Standort und lokalisieren, oder wie du gesagt hast. Den numerischen Code durch, beziehungsweise ob das da irgendwas gibt in der Matrix und so. Das Gerät wird identifiziert als Metalink-Gerät. Also ein ganz einfaches Wegwerf-Comlink. Liegt irgendwo in der Tonne. Und es wird auch identifiziert als ein Firmen-Comlink. Siehste? Es gehört Evo. Offensichtlich einer Firma. So, welcher? Evo? Nein. Evo. Ares. Ares? Was? Ares? Ares. Richtig. Mm. Ares. Ah, stimmt. Ach so. Hä? Genau. Nee, ich habe... Du arbeitest für die, ne? Nee. Aha. Nein. Die soll ich auch spionieren bestimmt. Ich habe so eine Waffe von dieser Firma. Ach so. Eine Dienstwaffe wahrscheinlich. Die war nicht hinter uns allen her, die waren hinter dir her. Nein. Oder eine Viper Silver Gun. Ja und? Mit Silberkugeln dein drin. Dein Auftrag. Mein Freund. Was willst du mir da jetzt sagen? Funktioniert nur bei Werwölfen. Das geht aber nicht bei Vampiren. Du hast sie ausspioniert. Es war dein Auftrag. Die sind hinter dir jetzt her und jetzt ja. Ja, du hast da bestimmt keinen Dreck am Stecken, ne? Du feiner Pinkel. Ich doch nicht. In 1000 Jahren nicht mal. Eine Walter Palmenpistole. Hättest du nicht eher sagen können, dass du die kennst? Kam die Firma gleich zu Anfang schon. Am Anfang, Mann. Ja, ich lese alles vor. Ja. Die Firma kam noch nicht einmal bis jetzt vor. Die klingt doch schon verdächtig. Oh. So, ich mache mal eine Fernkampfwaffe Starter. Mach doch mal. Schieß ihm seine Dritten raus. Kannst du gerne. Die sind in seiner Tasche. Kannst du gerne machen. Stimmt, ich kann auch das Auto zur Not fahren. Montag ein Platz frei. Bist du raus aus der Matrix und erzählst uns das? Ja. Du hast das Wegwerfhandy von der Firma Ares. Korrekt. Weiß ich, zu wem das gehört, welcher Person da drauf registriert wurde? Kannst du nicht so frei einsehen, ist nicht frei zugehen. Also es wird ein gewisser Agent Johnson gewesen sein. Irgendein Mittelsmann, Mittelsfrau. Deckt sich das mit der Adresse von dem Firmensitz von Ares oder liegt es irgendwo in der Seitengasse? Weil dann können wir das Ding abholen und direkt bei Ares vorbeischauen. Keine Ahnung. Willst du eine Firmenadresse rausfinden oder was? Ja. Eine Waffenfirma wird ja wohl frei zugänglich. Ist eine öffentlich zugängliche Information. So. Findest du raus, dass eine der Firma-ähnliche Abteilung in Pierlop ist. Stadtteil von Seattle. Ja, wissen wir, dass das Dings da in der Tonne liegt? Das ist es ja eben. Nee, wir machen das. Wir fahren da hin und versuchen da irgendwie... Wir kommen da jetzt nachts hin und die sagen, oh, na klar, kommt da rein. Hier. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich glaube nicht, dass... Das sehen die ja nicht, dass diese Infrarot. Nee, aber. Visier, oder? Gucken die Infrarot wahrscheinlich zurück an. Spanner! Sind da Autos voraus? Auf dem Weg zur Einfahrt? Nee. Gar nicht. Das ist ein riesiger. Dann werde ich erstmal langsamer und halte an der Straße erstmal an. Ja, wir hatten ja einen Auftrag. So. Die Wachen davon werden ja vielleicht nicht wissen, dass, falls wir verraten wurden, dass wir von Johnson verraten wurden. Also, wir müssen mit Johnson, unserem Auftraggeber, sprechen. Ich wollte gerade sagen, das kann den Wachen noch, das ist denen noch total egal. Ja. So, wir müssen mit einem gewissen Herrn Johnson sprechen. Mhm. Zack. Was hat er davon, wenn wir das einfach mal probieren? Aber es ist immer noch nachts, das weißt du auch, ne? Ja. Das ist irgendeine große Firma. Kommen jetzt irgendwelche Wilden an nachts und sagen, wir haben mit Johnson sprechen. Na klar, kommen Sie rein. Und wenn es funktioniert? Dann guckst du doof. Dann wäre es cool, aber es ist doch ein Kampfspiel. Ich wollte gerade sagen, hier dein Überreden.
Was können die Wachen machen, außer, nee, heute Abend ist keiner mehr da. Ja, okay. Oder die knallen uns gleich von vornherein ab. Vielleicht haben sie den Befehl erst schießen, ja, dann fragen. Kommt drauf an, wie man fragt. Ja, ich habe mir schon einiges überlegt. Einiges da schon. Erstmal gehe ich hinten an mein Auto und trinke mal so einen Blutbeutel. So, dann bin ich gestärkt. Du wirst dich in die Matrix einhacken und gucken, wie es da vorne am Tor aussieht. Hackst dich da in die Sicherheitskameras ein, guckst, wie viele Wachen da stehen, dass wir erstmal wissen, auf was wir da zufahren. Und eventuell Alarm ausschalten. Den Alarm ausschalten. Zu schwer, ja, wird. Kann ja auch sein, nö, verpisst euch und so, dann fahren wir erstmal wieder weg. Aber du könntest dann sonst schon mal... Sonst versuche ich, mit irgendwelchen Tierchen abzulenken. Es war schon gut gewesen, es kann sein, dass wir nicht reingelassen werden, es ist auch in der Nacht. So, bist du jetzt in der Matrix drin und du siehst den Host. Der Host ist quasi das Haus, die Firma. Aerith Macrotech heißen die, ne? Brauchst erstmal Zutrittsberechtigung, als Gast hast du Zutrittsberechtigung, kannst als Gast rein. Machst du natürlich, ne? Ja, ja. Ganz freundlich gehe ich da rein. Wunderbar, in der Matrix-Wahrnehmung suchst du, ob du Kameras findest. Und die Kameras sehen uns jetzt schon. Sechs Erfolge. Sechs. Jemand darf mit 8 Würfeln dagegen würfeln. Oh, um Himmels Willen. Ich diesmal nicht. Ich will diesmal keine böse Kamera sein. Hier waren noch. Kann ich nicht irgendwie Erfolg machen? Ja, kannst du auch. Aber hier, guck mal, ist sogar ein Patzer. Wir sind gleich im Büro des Chefs. 2. Und wie viele Nettoerfolge? Wir sitzen am Chefsessel. So. Du findest auf jeden Fall die Sicherheitsabteilung. Ja. Den Sicherheitsknotenpunkt. Ja. Und hast aber als Gast keinen Zutritt. Natürlich. Gäste haben da keinen Zutritt. Du müsstest also dich reinsneaken. Willst du das machen? Natürlich. Ja. 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 Brauchst du Brute Force? Was brauche ich? Brute Force. Brute Force? Ja, steht auch da irgendwo drauf. Hallo, kennst du nicht? Das ist natürlich eine illegale Aktion, die definitiv registriert wird vom Host. Oh. Vom Gast zum User-Zugang wechseln oder vom User zum Admin-Zugang? Wenn du also Admin-Zugang haben willst, um Gerätestatus zu ändern, müsstest du das machen. Admin. Oder du nimmst einen User-Zugang, der ja leichter zu erreichen ist. Sagen, genau. Und müsstest dann aber eine komplexe Form benutzen, wenn du die Kamera bewegen willst. Puppenspieler. Das würde funktionieren. Dann brauchst du nicht den Admin-Zugang. Und wie viele Kameras, das kann ich mit dem User? Das kannst du nicht als Gast sehen, das kannst du nur als User sehen. Genau, müsstest du eine Stufe aufsteigen. Genau, dann würde ich sagen, also erstmal das. Genau. Erstmal Brute Force rein in die Sicherheitszentrale. Genau, vom Gast zum User wechseln. Genau. Wenn ich vom User zum Admin gehe, ist das denn genauso schwer wie vom Gast zum User? Oder ist das trotzdem schwerer? Nee, also wenn du erst den Schritt 1 gehst, den Zwischenschritt, ist das meine ich, ja, genau die gleiche Schwierigkeit. Nur wenn du von Gast gleich auf Admin gehst, dann das fällt das mehr auf. Ja, dann nehme ich erstmal auf jeden Fall den User. Aber die Gefahr ist natürlich höher, weil du 2 Chancen hast, Patzer zu werfen, als nur eine Chance. Ich habe aber auch eine Chance, komplett zu versagen und alle in den Tod zu reißen. Also. Alle in den Tod machst du nicht. Wir machen dann die Tür auf. Eine weite Fahrt auf mich genommen. Schubsen ihn raus und fahren dann weg. Ja, traue ich euch sogar zu. Kannst du ja einen Edge dazulegen. Du willst dagegen. Ja. Mit 14 Würfeln. 14? Naja, klar, ist ein bisschen, ne? Rubbelt jetzt erstmal die ganzen Zahlen ab, wenn man die erkennen kann. Scheiße, einen. Unbrechbarer. Oh, 4. Da kommst du nicht durch. Einen. Da probier nochmal. So, wie viel hast du gewürfelt? Wie viele Erfolge? 4. Alles klar. Overwatch-Wert gestiegen? Vielleicht habe ich beim nächsten Mal auch ein paar Vieren, weil ich glaube, ich kann mit hier Vieren, kann ich ja irgendwas. Aber das kostet. Ja, mach erstmal. Ich habe ja jetzt 4 Edge-Punkte. Ja. Oh! Besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erfolge. 1, 2, 3, 4, 5. Sie hält aber gut gegen. 5. 7 zu 5. Du kommst in die Sicherheitszentrale. Bin ich jetzt User? Du bist User. Oh. Sind da auch Aufnahmen von vor anderthalb Wochen? Wir gucken ihn an und er grinst gerade voll so. Vielleicht bin ich dann sichtbar. Ganz, ganz kurz. Können wir mit ihm kommunizieren? Über mich. Ihr könnt über einen Comlink mit ihm kommunizieren. Ach so, geht. Das geht. Ey, wenn du da rein bist, wenn du da reinkommst, schau doch mal, ob da ein gewisser Johnson vielleicht sich eingeloggt hat oder ob der. Johnson ist doch ein alter Weltsname. Ja. Ich guck lieber mal, vielleicht haben die das wie Tridio von vor anderthalb Wochen, das Original oder so. Erstmal reingucken. Ja. Bin ja drinne. Hast du schon geschafft? Ja. Sehr gut. Guck doch einfach mal, ob es da irgendeinen Johnson gibt in der Datei. Ja, das läuft jetzt unter Matrix-Suche. Was ist? Eine 3. Leg oben drauf. Zählt der? Ja, leg einfach hin. Eine 3. Aber ich habe hier 4. 4 Erfolge. Wenn, dann findest du da bestimmt 100 Johnsons, wenn nicht sogar 200. Also nichts, was da irgendwie herausstechen würde.
Das erzählt uns jetzt gar nicht. Was? Ja, oder schau doch mal, ob du da irgendwie so, so ein Flieger, der bei uns auf der Straße gelandet genau. ist. Könnte man ja miteinander verbinden, dass die von denen ja, sind. Genau. Ja. Kann, oder man kann es eben halt schon ausschließen, dass es von denen ist. Ist auch wieder das Gleiche, ja? Mach Suche alles ja, jetzt. Mach mal. War normal. Zwei Erfolge hat er. Er sucht doch nur. Dauert es halt länger. Darf ich noch? Reicht schon. Oh. Wir haben in ganz Seattle, siehst du da auch, mehrere Waffenfabriken, mhm. wo verschiedene Arten von Munition, verschiedene Arten von Waffen hergestellt werden. Deswegen mehrere Fabriken. Und das Hauptquartier in Everett, da wird gar nichts hergestellt. Das sind nur Büros. Wo war's? Hauptquartier? Ach, wir sind nur in so einer Fabrik. Ihr seid in einer Waffenfabrik. Nur in einer, wir sind da nur in einer Schrotpatronen. Ja. Dann wird der Johnson natürlich auch nicht hier sein. Da werden Schrotpatronen und sowas hergestellt. Ah, okay, dann such doch mal die Adresse von dem Hauptquartier raus. Vielleicht haben sie das ja in den Unterlagen da. Ja, muss ja irgendwo, die müssen ja irgendwo ja. eine Gehaltsabrechnung oder sowas. Ja, irgendwas. Die Nuyen-Abrechnung. Da werden dann ja auch die Büros sein und die hohen Tiere und so. Eine 3 bis jetzt. So, was suchst du jetzt? Das Hauptquartier. Immer noch im Sicherheitscenter. Die Adresse. Nein, die Adresse. Okay. Die Adresse sucht er. Obwohl, das wird man, glaube ich, auch im öffentlichen Extranet, im öffentlichen Matrix bestimmt finden, oder? Selbstverständlich. Meine ich ja. Fällt mir jetzt eben gerade ein. So. Weil es ist ja eine öffentliche Adresse. Aber die Adresse steht ja vielleicht auch da. Jetzt hast du schon gewirbelt, oder nicht? Ja. Selbstverständlich findest du die Adresse ja. in der Welt. Ja, siehst du. Sehr gut. Also dann brauchen wir ja theoretisch gar nicht da jetzt mehr rein, ne, würde ich sagen, oder? Was wollen wir da noch? Wenn wir den Johnson suchen, der mit uns in Kontakt getreten ist, dann müssen wir doch im Hauptquartier. Ich habe über 200 Johnsons gefunden, aber die sind nicht alle hier. Allerdings wisst ihr ja, dass ihr dieses Comlink gefunden habt, was euch zu dieser Firma gebracht Richtig. Hat. Richtig. Ja. Die Metalinks, die sind ja aber jetzt wüsste ich halt nicht, wonach wir suchen sollen. Sonst hätte ich am Tor gesagt, wir wollen den Johnson sprechen. Ja, wir suchen den Comlink, das hat uns jemand verladen und wir wollen gucken, ob ihr die Verräter seid. Hallo? Hat jemand verloren? Wir wollen es ihm zurückgeben. Ja, vielleicht okay. jemand ohne Comlink. Wir wollen halt nicht, dass da Schmuh mit passiert und wollen es gerne persönlich auch. Ja, gut, komm. Aber wir haben es doch nicht. Ja, egal. Ich kann den. Mann, halt die Klappe. Kann ich da irgendwie. Wahrnehmung hat er halt nicht. Um die Uhrzeit eine Anlieferung von. Erwartet? Dass wir erwartet werden? Genau, wir sind Techniker. Ja, und nee, wir sind keine Techniker. Wir liefern nur dieses Paket. Rein. Ja, aber wir liefern nur dieses Paket an. Wir sind einfach nur der Expressbote. Zu viert. Ja. Das, was bestellt wird, das müssen wir uns quasi genau. aneignen, dass wir das haben. Hä? Dass wir das liefern. Wir brauchen ja nichts liefern, die möchten das Paket ja nicht sehen. Hast du gerade geschlafen? Nein. Und ich habe gedacht, ich habe mit meiner Wahrnehmung minus 1 schon schlecht, aber er hat ja plus 1 ist genauso schlecht. So, dann mach mal. Hau mal rein. Gut, dann suche ich erstmal rum, ob deine Maschine überhaupt kaputt ist, die überhaupt ein Ersatzteil braucht. Ist doch egal, ob eine kaputt ist. Sein. Scheiß doch drauf. Es kann einfach oder ein so. Angefordertes Ersatzteil sein. Ein RFID-Chip-Drucker ist defekt. Oh. So, siehst du. Aha. Ist doch egal. Dann möchte ich unsere Firma als Lieferant eintragen, dass wir jetzt zu dieser Uhrzeit die kommen. Wäre, wie hieß die Firma? Das ist ja ein schwarzer Merkur, kommt um Uhrzeit X mit 4 Personen, bringt ein Bauteil. Es ist jetzt 2.10 Uhr. Ja. Zwischen 22 und 23 Uhr. Ich sag ja. Wird er erwartet. Es ist aber schon 2. Ein schwarzer Merkur kommt um Uhrzeit X. Wir standen im Stau. Mein Gott, du weißt, was ich meine. Er soll nicht einen Minutenabschnitt machen. Darum ja, das geht. Weiß ich ja. Gut. 3. Ui, 4. Jetzt hast du dich einfach so ausgedrückt, dass es komplett auffällt, was du da geschrieben hast. So, wenn er jetzt nochmal würfelt, dann drückt er doch einfach nur auf Backslash und tippt nochmal. Ja. Ist aber protokolliert, wie viele Zugriffe auf die Datei stattgefunden haben und so weiter. Und das erhöht jedes Mal den Overwatch-Wert, wenn er würfelt. Wir sitzen hier und können nichts. Edge 4, Würfel, alle Würfel neu, die keinen Erfolg zeigen. Nach. Dann machst du die 4 Würfel nochmal, was kostet dich Nein, das? Da. Ja, aber ich muss so, erstmal Edge abziehen. So. Meine ich ja. Die tust du schön an der Seite und dann würfeln. Jetzt machst du 4-mal. Ohne, dass ein Würfel daneben fliegt. 4-1 und ich flippe aus. Oh! Boah. Ja, jetzt hat er 6 Erfolge. Wie viel Nettos hast du denn? Wenn da 4 sind, ich habe 6, sind 2, glaube ich, oder? Sehr schön, oder, das ist gar kein Thema. Da kriegst du locker, flockig. Im gleichen Stil, wie das da überhaupt steht. Mhm. Vom Präsidenten unterschrieben. Okay, also das Ding ist drin, das... Ja, ja, wir sind drin. Ja, gut, dann haben wir eine Einladung. Dann ist ja jetzt auch egal, wie viele Wachen da stehen, weil das sehen wir gleich, weil wir vor Ort fahren. Genau. Dann komm da raus und ich fahr los. Du kommst raus. Genau, ich logge mich aus. Okay. Ja. So, jetzt kommen wir ans Tor, glaube ich. Wir müssen jetzt... Schon wieder?
Also ich würde sagen, der schaltet nicht mehr hier, der schaltet, wenn, dann am Lenkrad. Würde ich auch sagen. Und wahrscheinlich eher automatisch, es sei denn, du hast es auf... Piep. Klick, klick. Klack, klack. Die 120 Meter. So, jetzt komme ich da an, ne? Ja, du kommst vorm Tor an. Ja, ich chill mich dahin, ich bremse, ich halt an und... Ja, kommt der erste Mann angestratzt. Vor euch sind natürlich so Stahlstifte aus dem Boden als Schranke, ne? Mhm, so Stahl-Vierkantrohre. Eine vernünftige Schranke wenigstens. Siehst du gleich, kommst mit dem Auto nicht so einfach durch. Ich schaue mich kurz um, Überblick verschaffen. Wie viele Wachen sind denn am Tor? Du siehst zwei in dem Häuschen und auf dem Firmengelände siehst du auch noch welche patrouillieren. Okay, aber vorne an der Schranke sind zwei. Zwei in dem Häuschen. Gut, genau. Ja, mache ich schon mal Fenster runter. Reißt sich zusammen. Und zieh den ersten welchen Wagen. Nein. Der so. Typ guckt auf seine Papiere. Sind sie angemeldet? Ja, wir sind angeliefert. Wir sind geliefert. Wir sind ausgeliefert. Moment. Das wundert ihn doch, jetzt guckt er hoch. Gerade unter Stress. Zurückspulen. Wir sind angemeldet. Wir liefern das Ersatzteil für den Drucker, der defekt ist. Was denn? Moment mal. Wie ist der Drucker? RFID-Chip. Drucker. Er tippt da irgendwas ein. Siehst du ihn da? Bleiben Sie noch einen kleinen Moment stehen, gleich geht's los. Gleich gehen die Salven los. Hast du mich gerade angespuckt auf dem Beifahrer? Nein. Im nächsten Moment hörst du Maschinengeräusche. Es macht klick, klack, klack, ganz schnell. Und wenn du in den Rückspiegel siehst, siehst du, dass hinter eurem Auto eine Betonwand hochgefahren ist. Ein kleiner Betonpoller. Was hast du dem geschrieben? Mindestens bis zur Mitte des Autos reicht. Der Typ hebt seine Waffe in dem Häuschen. Es ertönt ein Alarm. Was? Und der andere Typ auch, der ist auch ganz aufgeschreckt, zeigt mit der Waffe auf euch, kommt aus dem Häuschen raus. Leute kommen vom Firmengelände gelaufen. Was? Was habe ich gesagt? Große Panik. Was hast du gemacht vor ihm? Er hat uns verraten. Erste Verräter. Ja. Aussteigen! Okay. Auf den Boden! Nur er? Fragst du das wirklich? Nein, ich gucke so, sehe ich, ob die du auch hier... Du guckst fragend, ob er. Ja, also ob er nur oder ob die auch bei uns an der Seite stehen. Wir waren ja mit vier Leuten auch angemeldet, ne? Ja. Wenn ich mich jetzt unsichtbar mache, ist doof, ne? Ich wollte auch gerade dasselbe vorschlagen. Hör mal, ganz ehrlich, dieser Drucker, der war doch hier auf dem Gelände, oder? Und es hat funktioniert, dass du dieses Dokument gemacht hast. Was ist denn jetzt hier... Vielleicht ist es einfach nur allgemeine Sicherheitsinspektion des Autos. Genau. Also wir wollen es festnehmen. Allgemein. Mit raus. Darum ist der Alarm und 200 Wachen kommen. Zwei? 300. Zwei. Und die vom Gelände. Kommen angestürmt. Ja, Wahrnehmung minus eins. Was wollt ihr? Raus! Ja, jetzt ist... Sofort! Ja, ist okay. Wir können das ganze Missverständnis gleich aufklären. Da ist doch ein Dokument angekommen. Ich steige erstmal aus. So. Auf die Knie, auf den Boden. Legen Sie sich auf den Bauch mit dem Gesicht zum Asphalt. Okay. Was macht ihr? Alles klar, Chef. Scheiße. Ja, okay. Sage ich. Das hat mich angestellt. Also, knurrend steige ich aus. Wenn wir unterm Auto liegen, kann man unterm Auto durchgucken? Kann ich dich sehen? Aber ich lege mich noch nicht hin. Bleib stehen. Erstmal bleibe ich stehen mit meinen 1,20. Ich will da erstmal rein ins Gelände. Mhm, okay. Also. Ich füge mich. Mhm. Letzte Warnung, sagt er zu dir. Und dann? Drückt er ab, schießt dir in den Kopf. Ja. Du fällst nach hinten um. Ist er platt? Er liegt da. Er hat einen Kopfschuss gekriegt. Sehr gut. Hoppla. Letzte okay. Warnung. Nichts versuchen. Liegen bleiben. Hä, wir liegen? Ich liege doch. Ja, ich sehe sie kichern da. Habe ich ein Pflaster dabei? Warte. Dann kann ich gleich wieder nach Hause fahren. Ob ich ein Pflaster habe? Tja, das war's wohl. Ja, aber ihr habt es ja gar nicht gesehen. Vielleicht ist es so irgendwie so eine Betäubungskugel oder so. Wir sehen das Blut auch. Wir haben den Knall gehört, wir haben das Blut wird sehen, es sei denn, du bist auf Tomatensaft gefallen. Du landest, ich weiß nicht, welche Seite du jetzt ausgestiegen bist, auf der Seite landest du, liegst du da. Also, wie weit sind denn, seht ihr, wie weit sind die anderen Wachen weg? Die sind jetzt mittlerweile da. Ihr habt ja so lange noch im Auto diskutiert, was wollten wir noch machen? Wir sind doch angemeldet. Alles klar. Ihr werdet gefesselt mit Max-Schlössern. Die führen euch in das Fabrikgelände rein und lassen euch dann da an so einer Wand aufstellen, ja. Bedroht mit Waffen.
Und ihr werdet dann exekutiert. Was? Wie, was? Ja, ihr kassiert alle Kugeln. Mehr als eine. Nee. Doch, alle erschossen. Und ich wollte... Ja, ist auch in Ordnung. Game over. Ihr wisst ja, dass Firmen extraterritoriale Rechte haben. Das heißt, wenn ihr auf deren Grundstück kommt, dann zählt da nicht mehr das Gesetz der Staaten, sondern dann zählt das Gesetz der Firma. Und da dürfen die das. Da kackt denen keiner ans Bein, die dürfen da alle abknallen.